als der Bürgerkrieg ausbrach, dachten viele Leute, dass er nur ein paar Wochen andauern würde. Es dauerte Jahre, bis das Militär der Regierung endlich die Rebellen in der Hauptstadt eingekesselt hatte und all ihre Versorgungswege abschnitt. Die Zivilbevölkerung, die in der Stadt gefangen ist, leidet unter Hungersnot, Erkrankungen und Bombardierungen. Katja traf sowohl Pavel als auch Bruno noch vor dem Krieg. Sie ist eine Reporterin gewesen, während Bruno seine eigene Kochshow im Fernsehen hatte. Pavel ist der Star der lokalen Fußballmannschaft gewesen und sie hatte ihn einmal interviewt. Nun treffen sie sich unter vollkommen anderen Umständen auf der Suche nach Lebensmitteln und Unterschlupf. Und damit heißt es Hallo zu einem niegelnagelneuen Let's Play in der Kategorie Primetime Zocken. Ein, zwei Minuten zu spät dran, das ist aber nicht schlimm, denn verpassen tun wir ja nichts hier. Es fängt ja dann an, wenn es anfängt und nicht, wenn die Uhr danach steht. Nun, das ist jetzt eine völlig neue Kategorie hier für mich. Also nicht von den Kategorien her, die ich auf meinem Kanal habe, sondern von der Kategorie des Spieles her. Ja, was ist es? Adventure so ein Stück weit, es wird wohl gebastelt werden, es wird, ja, es muss überlebt werden, es muss für die Sachen des alltäglichen Gebrauchs gesorgt werden. Und habe mich vorher schon ein kleines bisschen auch mit der Steuerung beschäftigt. Das erste, was ich jetzt aber erstmal mache, ist im Optionsbildschirm schauen, wie das mit dem Sound ist. Den mache ich von vornherein gleich ein bisschen leiser, dass man da auch was versteht. Sprache, Grundeinstellung war glaube ich schon Deutsch. Wir machen es sicherheitshalber nochmal Deutsch. Die Temperaturskala ist in Celsius, denn wir sind ja in Deutschland und in Europa, nicht wahr? Und alles andere dürfte glaube ich so sein, wie es ist. So, ganz kurz zur Steuerung. Man sieht also, so gut wie jeder Knopf ist belegt mit irgendwas. Und ich bin eigentlich nur froh, dass es fast keine Doppelbelegung gibt. Gibt es ja schon einige Spiele inzwischen, wo man also wirklich jeden Knopf für vier verschiedene Sachen brauchen kann. Und das ist dann irgendwann auch zu viel. Habe ich mir jedenfalls auch vorher schon ganz kurz zu Gemüte geführt. Und jetzt würde ich hier einfach mal anfangen. Wir haben eine Außentemperatur von 17 Grad plus. Das ist eigentlich ganz angenehm. 8.10 Uhr morgens, Tag 1. Das Spiel ist also nach Tagen unterteilt, soweit ich das weiß. Und bin mir noch nicht sicher, wie lange jetzt so ein Tag dauert. Jetzt kann es sein, der hat genau die richtige Dauer für ein Let's Play Video. Dann würde ich das Ganze nämlich Tag für Tag machen. Oder aber es dauert nicht ganz so lange, einen Tag, dann müsste ich das so ein kleines bisschen, müsste ich wahrscheinlich zwei Tage pro Video machen. Geplant ist wieder ungefähr eine Stunde pro Video. Wie es aber nachher tatsächlich rausläuft, ist sicherlich eine Sache des Spiels, auch wie das läuft und ja, vor allem, wie sich das ergibt vom Ablauf her mit den Tagen und den Nachtaktivitäten und so weiter und so fort. Jetzt haben wir drei Charaktere zur Auswahl. Wir haben einmal die Katja, von der eben die Rede war, die ihre zwei Mitbewohner, den Bruno und den Pavel, ja, bereits schon vor dem Krieg kennengelernt hat. Um welchen Krieg es sich jetzt hier genau handelt, weiß ich gar nicht genau. Habe ich mich auch nicht genau informiert, weil ich mich ja immer nicht spoilern möchte, was die Spiele angeht. Ich sag aber mal so, es sieht mir jetzt nicht nach Erstem oder Zweiten Weltkrieg aus. Das ist also deutlich moderner angelegt. So, jetzt haben wir noch die Möglichkeit reinzuzoomen, indem wir den rechten Stick drücken. Das gefällt mir auch ganz gut. Jetzt habe ich hier den Pavel. Pavel ist ein schneller Läufer, ist ja auch Fußballer. Das ist also zu erwarten. Der Bruno ist ein guter Koch und leicht krank. Okay, ich sitze etwas weiter weg vom Fernseher, deswegen kann ich das bei der mordsmäßig guten Auflösung gar nicht so gut lesen alles. Aber es geht gerade so. Und Katja ist gut im Feilschen. Das wird sich früher oder später sicherlich auch noch als sinnvoll erweisen. Was wir jetzt als erstes tun, ist das Haus hier mal zu erkunden. Hier kann man was machen. Ah, hier kann man sitzen. Okay. Ja, wer hätte das gedacht? Dann gibt es da die Möglichkeit, was zu tun. Eine Werkbank, ja, also es kann was hergestellt werden oder wahrscheinlich auch verbessert werden. Dafür bräuchten aber wahrscheinlich auch erstmal Grundstoffe, Rohmaterial, irgendwelches Zeugs, was sich hier finden lässt. Da schaue ich mich doch hier jetzt erstmal um. Das war der Stuhl, der
nicht zu bewegen ging, nur zum Hinsetzen gedacht war. Und hier kann man jetzt was machen. Eine Schaufel könnte ich jetzt wirklich gebrauchen, sagt sie. Okay. Sollen wir der guten Frau da mal eine Schaufel suchen, vielleicht? Ja, dann kommen wir aber hier nur leider nicht vorbei. Ja, schauen wir uns einfach mal weiter um. Vielleicht findet sich ja irgendwo eine Schaufel. Vielleicht im Keller unten. Die Tür ist natürlich abgeschlossen. Da kann man natürlich da nichts finden. Alles klar, dann müssen wir uns hier noch ein bisschen umschauen im Haus. Entweder hier im Haus. Oder aber muss man sich tatsächlich des Nachts mal rausbegeben und sich irgendwo eine klauen vom Nachbarn. Diese Tür geht sogar ausnahmsweise auf, das finde ich super. Auch da wieder ein Stapel Schutt, was auch immer. Kann man sich jetzt auch mal durchwühlen. Wirkt jetzt aber auch sehr mühselig. Jetzt kommt mit Sicherheit gleich wieder der Spruch mit der Schaufel. Ja, nun. Also man sieht das hier an dem Kreis da, der sich immer mehr füllt um das Symbol herum. Der ist jetzt noch nicht mal viertelvoll. Das würde tatsächlich wahrscheinlich viel zu viel Zeit in Anspruch nehmen, das jetzt alles von Hand freizulegen. Das ist ein kleinerer Haufen. Vielleicht geht da etwas ein bisschen schneller. Das sieht gut aus. So, was haben wir denn da jetzt? Jetzt haben wir da Kräuter. Dann haben wir Bestandteile. Verschiedene Bestandteile werden benötigt, um nahezu alles herzustellen. Nägel, Klebeband, Kunststoffbehälter, Schrott. Solche Dinge eben. Na gut, das nehmen wir doch alles. Zucker? Ja, Zucker. Kaffee ist immer wichtig. Kaffee, Zucker. Was haben wir da? Sauberes Wasser, auch noch wichtig. Holz. Da können wir Feuerchen machen. Das ist ebenfalls wichtig. Wunderbärchen. Dann gehen wir hier hindurch. Da ist ein Schrank. Wunderbar. Oh, wir haben wieder Kräuter. Kräuter, Moment, wofür sind die denn? Verschiedene Kräuter dienen der Herstellung von Kräutermedizin und Drehtabakzigaretten. Zigaretten, natürlich. Wenn wir im Krieg nichts Besseres zu tun haben als zu rauchen, dann ist ja auch schlimm. So, da haben wir nun Teile. Mechanische Teile werden für die Herstellung und Reparatur komplexer Geräte verwendet. Okay, also wie vermutet, da haben wir wieder Zucker, benötigen wir wohl hin und wieder mal Teile, um was zu reparieren, um was zu bauen, um was herzustellen. Elektrische Teile, ja, sie können nützlich sein, falls wir fortschrittliche Verbesserungen an unserem Unterschlupf vornehmen möchten. Ja, könnte früher oder später vonnöten sein. Und dann haben wir. Ah, da können wir drüber. Okay, noch ein. Ah, ein Schrank. Gehen wir erstmal in den Schrank, wenn wir schon mal da sind. Oder auch wieder Kräuter. Was haben wir da denn? Ein Dietrich. Ja, den nehmen wir. Ja, wieder Kleinteile, Zucker, elektrische Teile. Alles, was wir brauchen, finden wir da, wo wir wohnen. Und noch ein Schutthaufen. Der ist jetzt auch relativ schnell durchsucht. Wir haben Glück. Was sagt sie? Ich konnte es gar nicht komplett lesen. Also hier jetzt auch nichts Neues wirklich. Ich nehme das einfach alles mal auf. Ob ich das jetzt allerdings gerade richtig mache, weiß ich nicht. Weil wenn jetzt eine Person natürlich alle Gegenstände oder Sachen in ihrem Rucksack hat und die anderen haben nichts, kommt jetzt darauf an, ob es hier irgendwo einen zentralen Punkt im Gebäude gibt, an dem man das alles quasi dann verstaut und sich so jeder nehmen kann, was er braucht. So, jetzt hat die Frau natürlich da eben was gesagt. Wir haben Glück, ich konnte es nicht lesen, weil genau da drin mein Menübildschirm aufgepoppt ist. Ha! Das müssen wir jetzt leider so hinnehmen, wie das ist. Das ist ein bisschen schade, das war ein bisschen schlecht getimt. Da haben wir nochmal einen größeren Haufen, das wird wieder länger dauern, schätze ich. Sie könnte versuchen, die Trümmer zu bewegen, ja, aber ich glaube, das sieht nicht so gut aus. Nein, komm, das dauert auch zu lange. Kriegen wir mit Sicherheit irgendwie leichter auf gegen später. Genau, die Tür ist abgeschlossen. Ich habe jedoch etwas, um damit fertig zu werden. Er hat den Dietrich gleich automatisch benutzt. Das finde ich super. Da brauchen wir nicht erst ins Menü und wählen und hin und her und tralala. Das macht sie schon völlig automatisch. Das ist gut. Ja, das wird wieder. Oh. Ja, bis in die Nacht rein jetzt quasi so ein
Haufen Schutt abgetragen. Jetzt ist die Nacht angebrochen. Planen wir die Nacht. Es gibt hier verschiedene Locations, die wir besuchen können. Ganz unten sehen wir unseren Unterschlupf. Da sind wir jetzt. Kann ich leider nicht mit dem Cursor drauf gehen, beziehungsweise mit dem orangenen. Ja, Cursor. Und habe jetzt hier die Wahl, verschiedene Locations des Nachts zu besuchen und meines Erachtens zu plündern. In allernächster Nähe wäre ein verlassenes Haus, welches ja, einer Familie gehörte, die sich offensichtlich da drin verschanzt hat. Ich muss jetzt nur ein kleines bisschen näher an den Bildschirm ran, sonst kann ich das nämlich nicht lesen. Genau, eine Familie hat sich in dem Haus verschanzt. Plünderer konnten dennoch eindringen, seitdem ist es verlassen. Okay, da sind jetzt also Plünderer gewesen und jetzt ist niemand mehr da. Wir könnten trotzdem Sachen finden, die die Plünderer übersehen oder zurückgelassen haben. Eine Menge Lebensmittel, eine große Menge Materialien, etwas Medikamente, etwas Waffen, eine Menge Teile. Und da wir jetzt natürlich schon einen leicht kranken Koch unter uns haben, wäre es natürlich wichtig, für Medikamente zu sorgen und eventuell auch, ja, logischerweise Lebensmittel, dass der was zu futtern hat. Und natürlich auch die anderen. Deswegen wäre ich jetzt dafür. Moment, wir schauen uns erstmal die anderen Locations an. Wir haben hier noch eine zerstörte Villa. Es heißt, dass einige Leute immer noch hier leben und sich den Widrigkeiten stellen. Sie müssen etwas Vorrat haben. Konservendosen zum Beispiel und vielleicht auch Bandagen und Medikamente. Klingt jetzt auch nicht wirklich gefährlich. Da gibt es auch eine Menge zu holen. Teilweise auch große Mengen. Also das ist hochinteressant. Und dann ist da ein ruhiges Haus. Das ruhige Haus ist in einer Wohnsiedlung gelegen und ist nahezu unberührt geblieben vom Krieg. Es ist eine ruhige Gegend. Kleine Häuser mit Veranden, Gärten. Heißt das nicht Verandas? Ist auch egal. Gärten und Spielplätzen. Einige dieser Häuser sind noch immer bewohnt. Die Leute versuchen hier ein normales Leben zu führen. Ja, da gibt es jetzt eine ganze Menge Zeug zu holen. Aber aufgrund auch natürlich in erster Linie der Entfernung würde ich jetzt auf jeden Fall mal das verlassene Haus vorziehen. Das scheint keine größeren Gefahren in sich zu führen, zu bergen, zu. Ja, zu bergen. Birgt Gefahren, ja. Nun bleibt aber der kranke Koch, bleibt dann mal zu Hause, würde ich sagen, weil. Ja, er ist krank. Und einer sollte hier natürlich auch unseren Unterschlupf bewachen, bin ich der Meinung. Da ist jetzt die Wahl schon wieder ein bisschen schwieriger, da der Pavel natürlich ein schneller Läufer ist, deswegen relativ schnell bei dem Haus und auch wieder zurück sein könnte. Auf der anderen Seite ja einen schlafenden Koch und nur eine wahrscheinlich unbewaffnete Frau, die gut feilschen kann. Im Haus als Wache zurückzulassen, wäre vielleicht auch nicht unbedingt das Ratsamste. Aber ich glaube, egal wie wir es machen, irgendeine Gefahr ist immer da. Immerhin kann ihr ja beim Plündern auch was passieren. Deswegen würde ich jetzt sagen, dass sie hier Wache steht, während der Koch schläft und Pavel, der ja topfit ist, kann ein bisschen plündern gehen. So, jetzt können wir das da vorbereiten. Ja. Oh Gott. Wir benutzen die Ausrüstung während eines Angriffs. Ach. Jetzt kann ich dem wahrscheinlich auf seiner Tour ein bisschen was mitgeben. Ich würde jetzt mal behaupten, dass der auf jeden Fall mal ein bisschen was zu trinken braucht. Ich kann mir vorstellen, dass der. Ja, vielleicht gebe ich ihm mal viermal Materialien mit, einfach so. Ich habe da jetzt so wirklich noch keine Ahnung von was jetzt hier in welchem Maße wofür benötigt wird. Dann Holz. Ja, würde ich jetzt zum Plündern auch nicht unbedingt mitnehmen. Elektrische Teile. Einige elektrische Teile, sie können nützlich sein, falls wir fortschrittliche Verbesserungen. Das hatten wir vorher schon. Okay. Also dem habe ich jetzt quasi Bestandteile mitgebracht. Vielleicht benötigt er da irgendwas, um
was herzustellen, womit er ins Haus einbrechen kann. Und sauberes Wasser natürlich zum Trinken, ist ja ganz klar, dass der nicht verdurstet unterwegs. Okay, dann gehe ich jetzt auf Plündern und dann kann es jetzt sein, dass ich entweder jetzt der Pavel bin und zum Plündern gehe, oder aber das erledigt sich über Nacht alles irgendwie von alleine und Ausgang. Nein, der Ausgang hängt nicht davon ab, wie ich ihn ausgestattet habe. Okay, jetzt begebe ich mich kurz wieder auf meinen Platz. Ich habe jetzt das Wichtigste mal gelesen. Nun. Jetzt stand da eben was, ich kann es leider nicht mehr lesen. An der Wand da steht Sniper mit einem Pfeil nach oben. Da könnte ich mir vorstellen, dass es ein bisschen gefährlich ist. Wenn ich jetzt nun hier hingehe auf das Symbol und da was machen will, dann macht er sogar was. Ja, dann habe ich doch Material. Da habe ich sogar Munition gefunden, ist das richtig? Schießpulver. Schießpulver. Ja, das können wir natürlich auch brauchen. Okay, da haue ich wieder ab. Ich sollte vielleicht ganz leise sein. Der Pfeil, der den. Kann jetzt sein, der sieht mich oder der sieht mich nicht. Ich gehe erstmal nach unten. Kann auch sein, da ist gar kein Sniper. War mal einer. So. Kaputtes Spielzeug. Dieses Spielzeug hat schon bessere Tage erlebt. Jetzt ist es kaputt. Seinem früheren Besitzer hat es aber bestimmt viel Freude gemacht. Das brauchen wir eigentlich jetzt, würde ich mal behaupten, nicht. Schießpulver finde ich gut. Holz finde ich gut. Ich nehme den Teddy jetzt mal mit, einfach so. Vielleicht trifft man gegen später noch auf Kinder, die man irgendwie damit bestechen kann, damit sie einem ihr Essen geben. Oder so. Nun, dann haben wir hier noch dreimal Materialien. Jetzt. Ah, okay. Das ist jetzt dann quasi bloß pro Quadrat, was ich benutzen kann, vier Stück von jedem Material, sage ich jetzt mal. Deswegen sollte ich auch ein bisschen auf den Platz achten. So, ja, hier ist jetzt ein Haufen Holz. Ich würde sagen, bei einer Außentemperatur von, was waren es vorher, 18 Grad, brauchen wir jetzt noch nicht unbedingt Feuerholz, natürlich Herd und sowas, um was zu kochen. Was haben wir da denn? Das sieht interessant aus. Für einen Herd, um was zu kochen, ganz klar, ist es auch benötigt, aber Holz hatten wir ja auch schon vor Ort. Was ist das? Selbstgezogener Tabak. Drehtabakzigarette. Düngemittel. Düngemittel, da wo. Vielleicht fängt man da gegen später sogar an, sein eigenes Gemüse anzubauen, ne? Waffenteile, das nehmen wir auf jeden Fall mit. Die braucht man früher oder später, denke ich schon. Zur Verteidigung auch. Buch. Ja, nehmen wir das Buch mal mit, was zu lesen. Warum denn nicht? Den Rest würde ich jetzt mal hier lassen. Was ist das nochmal? Düngemittel. Ja, lasse ich auch mal da. Wichtig sind jetzt noch Medikamente für den Bruno, weil der ist krank. Ja, weil das Schießpulver natürlich auch sehr verlockend ist, ne? Aber das hat jetzt. Okay, Schießpulver habe ich jetzt noch im Slot einmal Platz. Das heißt, einmal könnte ich noch nehmen, ohne dass ich mir Platz im Rucksack noch wegnehme. Okay, das mit den Bestandteilen, das lasse ich jetzt mal. Da haben wir einige Teile, haben wir auch schon einige. Dann probiere ich mal mein Glück da oben, weil dieser Punkt da rechts, der scheint doch wichtige Sachen zu verbergen. Was haben wir da noch? Schießpulver, Holz, Materialien, Elektro, bla bla. Jetzt nicht unbedingt notwendig. Ein paar lose Bretter. Ich könnte sie mühelos entfernen. Aber willst du die mühelos entfernen? Das ist. Ah, vielleicht ist da was dahinter auch, ne? Nee, der guckt jetzt da. Ja, dann reiß es doch runter, wenn du dies herunterreißen kannst. Aber im Moment guckt er nur da durch. Wahrscheinlich ist es jetzt hier mal vonnöten, den Modus zu wechseln. Genau, das kann man nämlich auch noch in den Kampfmodus wechseln. Oh, ich höre Schüsse.
Der guckt immer noch bloß durch. Konzentrieren wir uns aufs Wesentliche. Da kann man sich was anschauen. Ein Familienfoto mit den Eltern und ihren zwei Töchtern. Gut, dass die Mädchen nicht ihrem Vater ähneln. Er sieht wie ein Bär aus. Das ist natürlich interessant. Kühlschrank, da könnten rein theoretisch mal Medikamente drin sein. Was ist das? Hohes Essen. Ja, Essen ist natürlich auch wichtig. Kräuter, sauberes Wasser. Das sind also ganz unwichtige Sachen, sind das jetzt alle nicht, ne? Also auf jeden Fall würde ich mal. Oh Gott, jetzt ist das Lot voll. Der Rucksack. Kann man Sachen denn wieder zurücklegen? Dann würde ich nämlich von allem, was ich jetzt vier Sachen habe, ja, ein bisschen weniger mitnehmen, einfach, dass ich mehr Platz habe. Wird sich im Verlauf des Spiels auch noch irgendwie ergeben, was da jetzt die besten Ideen sind, was man am besten mitnimmt und was man nachher natürlich für Materialien am meisten rumfliegen hat. Das Gemüse nehme ich auf alle Fälle mit. Die Kräuter. Ja, die sollte ich jetzt eigentlich schon haben. Zwecks Medikamentenherstellung. Das eine mache ich weg. Da machen wir zwei draus. Schießpulver machen wir auch mal zwei draus. Und das lassen wir mal hier. So, jetzt war da natürlich dieses gleißende rote Licht, was uns da geblinkt hat. Und das ist jetzt weg. Aber das scheint eventuell nur ein Anzeichen dafür gewesen sein, dass wir mal die Treppe hochgehen sollten. Auch nichts, was wir jetzt unbedingt benötigen würden. Diesen Stapel hier klein zu kriegen, dauert Stunden. Das machen wir nicht. Wir schleichen uns langsam die Treppe hinauf. Jawohl. Das schauen wir uns an. Eine Notiz. Am ersten Tag haben sie uns ausgeraubt. Zwei Tage später haben sie unsere Mädchen ermordet. Ich habe sie alle erschossen. Aber ich möchte die Waffe nicht mehr benutzen. Sie ist kaputt und hinter dem Haus vergraben. Der nächste Teil sieht... Was? Der nächste Teil sieht zittrig aus. Ah ja, zittrig geschrieben. Wenn Sie das lesen, suchen Sie nicht nach mir. Ja, hätte mich jetzt auch primär nicht interessiert. Denn in erster Linie möchte ich Medikamente haben. Die Nacht ist auch nicht mehr so lang. Ich sollte auch leicht so langsam auf dem Rückweg. Wieder alles Mögliche, nur keine Medis. Diese Tür ist abgeschlossen. Jetzt haben wir vorher im Haus mit der Katie einen Dietrich gefunden. Hätten wir ihn doch vielleicht mit diesem Dietrich ausgestattet, wenn das... War das möglich? Ich weiß es gar nicht mehr. Ja, mit diesem Dietrich ausgestattet, so dass er diese Tür jetzt eventuell hätte öffnen können. Die Waffe, eine Waffe ist hinter dem Haus vergraben. Ja, was ist jetzt vor und was ist hinter dem Haus? Ist das hinter dem Haus? Ich gehe ja davon aus, dass rechts hinter dem Haus ist, deswegen merke ich mir das einfach mal für einen späteren Besuch. Ich gehe davon aus, dass man hier noch öfter herkommen kann. Dass da noch eine Waffe hinterm Haus ist, beziehungsweise Waffenteile haben wir ja jetzt schon gefunden. Von dem her können wir uns da ja vielleicht auch selber was basteln. Ganz gut ist jetzt, dass ich noch ein bisschen Platz habe im Rucksack, deswegen ja, kann ich ja jetzt doch noch, dann nehme ich auf jeden Fall noch Holz mit. Teile kann ich jetzt nicht nehmen, dann kann ich aber noch das nehmen. Auf jeden Fall, dass ich mit einem vollen Rucksack zurückkehre, das wäre ja durchaus sinnvoll. Elektroteile haben wir da, haben wir nichts eingepackt, verdammt. Okay, da kann ich jetzt nichts davon mitnehmen. Aber natürlich arg viel Holz. Verhältnismäßig. Aber was wir haben, haben wir. Dann braucht man sich vielleicht... Ah, schon wieder Holz. Ja, machen wir die Holzlots noch voll, ne? 3 Uhr morgens. So langsam... Versuche ich es mal nach rechts, trotz dieser Sniper-Aufschrift. Ja, wieder leider nichts, was... Doch, Schießpulver. Das kann man noch mitnehmen. Und sonst nichts. Und da könnte man... Mit
Brettern vernagelt. Ja, vorher hat es noch geheißen, das könnte ich mühelos entfernen. Hat er nicht gemacht, hat nur rausgeguckt. Egal. Wir beenden, oder? Was haben wir hier noch? Ja, Waffenteile waren es, glaube ich, gell? Ja, ist gut. Ist der Rucksack voll, gehen wir wieder nach Hause. Pavel ist zurück. Das finde ich sogar einigermaßen großartig. Es ist immer schön, wenn jemand zurückkommt. Jetzt haben wir schon Tag 2. Nun, das ist ja fast, das ist ja fast weiterspielen wert, nicht wahr? Diese Nacht war ruhig. Pavel war auf der Suche nach Vorräten und hat einige interessante Dinge mitgebracht. Ja, ja. Hallo, seht euch diese Leute. Also das kann jetzt kein Mensch lesen, aus meiner Perspektive sehr, sehr kleines Sprechbläschen da und generell war es sowieso viel zu kurz da. So, macht unser Koch, ist ja noch... Oh. Okay, es häufen sich die Mangelerscheinungen. Das ist natürlich der Hammer. Das ist der Hammer. Also, der Bruno hat schlecht geschlafen, ist hungrig und leicht krank. Okay, der Bruno ist Koch. Drum kann der Bruno sich jetzt auf jeden Fall mal, wenn wir also was haben, zum Herd begeben und vielleicht was kochen. Und wenn das keine Küche ist hier. Oder so. Unsere Sachen, ich schau mal da rein. Ah, guck mal, da steht was. Ein paar Gedanken. Unser Unterschlupf ist eine scheußliche Ruine und macht einen depressiv. Wir sollten etwas dagegen unternehmen. Wir haben nur einen Stuhl. Uns fehlt es an Betten und wir müssen auf dem Boden schlafen. Es ist schwierig, auf dem harten, kalten Boden gut zu schlafen. Der Zustand von denen, die krank oder verletzt sind, könnte sich schnell verschlechtern. Wir haben kein Radio. Wir wissen nicht, was in der Stadt passiert. Uns fehlt es wirklich an Büchern. Ein gutes Buch könnte uns dabei helfen, die Schrecken des Krieges zu vergessen. Hier zu bleiben ist ein bisschen besser, als auf der Straße zu leben. Uns fehlt es an Kaffee und Zigaretten. Verdammt wichtig im Krieg, Leute. Verdammt wichtig. Wir haben Löcher in den Wänden. Unsere Unterschlupf ist nicht sicher und wir müssen immer auf der Hut sein. Gut, ja, damit wird mir also subtil mitgeteilt, dass auf alle Fälle erstmal natürlich sowohl optische als auch natürlich technische Verbesserungen am Gebäude zu tätigen sind. Der Bruno ist immer noch leicht krank und hat schlecht geschlafen. Wir sollten ihm also in irgendeiner Weise Medikamente und was zu essen zukommen lassen und einen ordentlichen Schlafplatz. Okay, Bücher haben wir mitgebracht, das ist schon mal ganz, ganz toll. Da bin ich hochmotiviert. Die Katja ist auch hungrig und müde, hat dementsprechend auch schlecht geschlafen. Dann sollte sich irgendjemand, der noch einigermaßen fit ist, nämlich niemand, ich nehme jetzt einfach mal den Pavel, sollte sich eventuell mal nach unten begeben. Vielleicht auch, ja, ich habe Hunger, das kann durchaus sein. Jetzt kann ich hier versuchen, Haushaltsartikel herzustellen, ein Bett. Ach, das wäre doch schon mal geil. Dazu benötigen wir, ja, benötigte Bestandteile sind 6 von diesen, wie heißen sie? Habe ich jetzt vergessen. Auf jeden Fall 8 Stück Holz, 23 haben wir. Also wir haben genug von jedem, deswegen machen wir ein Bett. Und das kann man jetzt hier irgendwo hinstellen. Und da werden wir natürlich schön bescheuert, wenn wir das jetzt irgendwo für jedermann zugänglich hinstellen würden. Okay, wir können jetzt hier verschiedene Locations auswählen. Wir kommen allerdings im höchsten Fall dahin. Ich hätte jetzt eher gedacht, möglichst weit nach oben, damit sollten sich Feinde eines Nachts mal hier einfinden, diese nicht gleich auf die Betten stoßen. Ich finde es aber trotzdem nicht schlecht, ein Bett vielleicht hier oben zu belassen, damit sollte sich mal im Erdgeschoss was tun, so Einbrecher- und angriffstechnisch.
dass man da vorgewarnt wäre. Aber das kann ich, glaube ich, auch hier vorne platzieren, gell? Nee. Das ist eigentlich ganz cool, finde ich. Jetzt kann man sich hier ein paar Plätze aussuchen dafür. Ganz unten im Keller geht nicht. Höchstens vielleicht, wenn wir irgendwann diese Tür mal aufgekriegt haben. Das dürfte jetzt gehen mit dem Dietrich. Ja. Ja, dann machen wir das einfach mal dahin. So, dann macht der Pavel das. Dann kann in dem Fall der Bruno, obwohl er etwas hungrig und etwas krank und schlecht geschlafen ist, schlecht geschlafen hat, sich an dieser Stelle dem zweiten Bett widmen, damit da nicht einer alleine alles bewerkstelligen muss. Ja, und das stellen wir dann auch gleich. Moment. Also wir haben jetzt das erste Bett. Wo haben wir denn das erste? Habe ich das jetzt auf der Etage? Ich glaube ja, gell? Moment, wir gehen mal zurück. Ja, genau. Da macht das der Pavel. Wir brauchen etwas zu essen, sagt Katja. Ja! Tatsächlich ist das so. Also das Bett nach wie vor, das kommt jetzt. Ja, das mache ich jetzt mal da hinten hin. Dann machst du das und der Pavel, der müde und hungrig ist, der darf jetzt ein drittes Bett machen. Also hat auf jeden Fall, beziehungsweise nachts ist ja sowieso eigentlich einer immer plündern. Deswegen würde ich es sogar erstmal bei zwei Betten belassen. Ja, was kann man denn noch so basteln? Ein Radio hat es geheißen, daran fehlt es uns. Da können wir uns sicherlich. Das hier. Ah, da brauchen wir wieder elektrische Teile. Haben wir denn einen? Wir brauchen auf jeden Fall mal einen primitiven Herd. Das ist gut. Den machen wir nämlich, weil wir sollten ja was essen. Und der sollte, wenn es geht, auch in einem Raum stehen, in dem es. Ja. Das finde ich gut. Den stelle ich mal dahin. Das macht jetzt der Pavel. Die Katja darf jetzt aber auch was machen. Ja, Katja, du bist müde. Ich weiß das, ich weiß das. Du Metallwerkstätte. Wett, 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 wett. Was haben wir denn da? Benötigte Bestandteile Brennstoff. Also Brennstoff. Ja gut, kalt ist es jetzt noch nicht. Filter. Selbstgemachte Filter zum einmaligen Gebrauch, um Regenwasser aufzubereiten oder Alkohol zu destillieren. Alkohol, auch wieder wichtig. Ja gut, medizinisch halt, ne? Ein Destillateur. Dazu fehlt uns leider Material. Dazu fehlt uns Material. Alles, was hier orange markiert ist, ist einfach zu wenig da. Beziehungsweise wir bräuchten mehr, als wir haben. Ein Regenwassersammelbecken ist ebenfalls, denke ich, besonders wichtig, denn wir werden nicht immer sauberes Wasser finden. Radio ist jetzt nicht mehr möglich. Der Heizgerät ist nicht mehr möglich. Stuhl ist nicht mehr möglich. Bett ist jetzt auch nicht mehr möglich. Also wirklich. Möglich ist jetzt eigentlich in dem Moment, ja, Brennstoff und Filter. Ja, jetzt machen wir einfach mal den Filter. Der geht hoffentlich ein bisschen schneller. Der ist fertig, der Kerle. Dann kann der jetzt nämlich an den Herd gehen und uns was kochen. Der ist nämlich Koch. Oh. Der Koch. So. Pavel würde sehr gerne etwas essen. Ja, dann machen wir dem Pavel doch was. Was soll hergestellt werden? Gekochtes Essen. So. Nein, mir fehlt dazu. Ach, fickt euch doch. Jetzt fehlt mir dazu. Ah, sowas. Meine Herren. Gut, Brennstoff stellt ja die Frau gerade her, die Katja. Gehen wir doch mal zu der. Können wir noch mal Brennstoff herstellen? Haben wir dazu die Möglichkeit? Ja, komm, mach mal. Dass es hier wenigstens was zu futtern gibt, erstmal. Das ist nämlich schon wieder 13:30 Uhr, also die Tage vergehen recht schnell. Nee, ja, genau. Katja soll nochmal Brennstoff, wenn es irgendwie geht. Also die Bücher machen wir natürlich nicht kaputt. Machen wir nochmal Brennstoff.
Und dann kann der Brune jetzt vielleicht etwas kochen. Kann er denn zwei Suppen machen? Oh, er kann sogar zwei. Eine einfache gekochte Mahlzeit nahrhafter als rohes Essen. Sie ist besser mit Gemüse. Ja, Gemüse haben wir ja. Ja. Wir haben jetzt die Möglichkeit. Ja, ist das dann immer eine Portion wahrscheinlich, oder? Also für zwei Leute jetzt mal was zu essen zu machen, oder? Ja, dann mach das mal. Okay, ja, er ist recht fix im Kochen. Das wäre jetzt wahrscheinlich bei den anderen nicht so. Gut, jetzt ist da was zu essen. Sind alle hungrig. Ach, Leute. Er kriegt zuerst Essen, weil er war schließlich plündern diese Nacht. So, er ist jetzt nicht mehr hungrig, das ist gut. Und jetzt legt er sich dazu noch hin in die ruhigste Ecke des Ge. Oh, jetzt ist er aber wieder topfit auf einmal. So, und jetzt kann er ein bisschen schlafen, der Kerl. Der ist nämlich hundemüde. Wunderbar. War das jetzt schon schlafen? Du bleibst schon da liegen, oder? Okay, solange ich also meinen Stick nicht bewege oder einen Cursor in irgendeiner Weise. Cursor gibt es hier nicht, aber irgendwas bewege, ist das eigentlich alles machbar hier. So. Ich denke, sie. Ich denke, der Bruno sollte erstmal etwas essen, weil der ist auch leicht krank. Der hat es auch gekocht. Es tut mir jetzt leid, Katja. Da kann ich jetzt im Moment. Ja, da muss ich leider beim Schlimmsten anfangen. Und schlecht geschlafen hat er auch noch. Deswegen sollte er auch am besten sich hinlegen. Und ja, das macht er hier. Hab ich nicht irgendwo noch ein Bett hingestellt? Nee, hatte ich nicht. Ich habe ja gesagt, zwei Leute müssen ja maximal schlafen, während einer plündert. Gut, jetzt wäre es natürlich für Sie wunderbar, wenn Sie da jetzt was zu essen hätte in der Zeit. Sie kann sich ja jetzt noch nicht mal hinsetzen. Und sie kann sich jetzt auch leider nichts kochen gerade. Denn es fehlt an Wasser und es fehlt an Brennstoff. Also es wäre auf jeden Fall mal im Haus, im Verlassenen noch Wasser gewesen. Das heißt, zum Kochen braucht man generell natürlich immer Wasser. Da sollte man vielleicht mal generell so einen Raubzug, sage ich jetzt mal, machen, wo man hauptsächlich erstmal für Nahrungsgrundmittel sorgen. Ja, arme Frau, du. Jetzt ruh du dich auch erstmal aus. Es ist ja momentan eh nichts zu tun. Geplündert wird nachts. Ich wüsste nicht, was ich dir jetzt noch zu tun geben soll. Ein bisschen auf den Stuhl. Das ist nicht der Stuhl. Das ist der Stuhl. Ein bisschen auf den Stuhl zum Ausruhen. Ja, genau. So. Jetzt sollte sich natürlich ein bisschen ausgeruht werden. In der Villa ist noch einiges. Oh, wir haben eine neue Location. Supermarkt? Wäre natürlich super, trupper, guper geil. Aber da stelle ich mir auch vor, dass der mit Sicherheit auch von anderen Leuten schon in Fokus genommen wurde. Deswegen wird er wahrscheinlich recht gefährlich sein. Vorsicht ist geboten, steht hier. Genau. Ja, lesen wir uns durch, wenn es mal soweit ist. Bombardierte Schule. Es dürfte sich lohnen, eine Schaufel mitzunehmen, steht da im letzten Satz. Okay. Schön, dass solche Tipps vorher noch dran sind. Ich kann die Villa ja trotzdem noch mal besuchen. Trotz dass ich schon da war. Ich würde jetzt einfach mal Katja auch schlafen legen. Und unser Koch ist immer noch leicht krank. Den möchte ich jetzt auch ungern zum Plündern schicken. Ich versuche jetzt mal alle schlafen zu lassen, damit sie zumindest mal alle ausgeschlafen sind. Und hoffe dann, dass in dieser Nacht es keine Vorkommnisse bei uns gibt. Waffen haben wir keine leider, um uns zu verteidigen, zumindest nicht, dass ich wüsste. Da müssen wir wahrscheinlich die Werkbank dazu nochmal aufbessern. Und entsprechend noch ein paar Teile besorgen. Also ich bleibe diese Nacht mal im Gebäude in der Hoffnung, dass nichts Schlimmes passiert.
Das ist jetzt Tag Nummer 3. Wir wurden ausgeplündert. Ach, verdammt. Fuck. Jemand ist in der Nacht gekommen, um unsere Sachen gewaltsam mitzunehmen. Was heißt unsere Sachen? Wir wurden nachts angegriffen. Jemand hat versucht, uns auszurauben. Sie schienen nicht sehr entschlossen zu sein. Und sie haben nur geringfügigen Schaden angerichtet. Schade, dass wir keine Waffe hatten. Keiner von uns wurde verletzt, aber die Angreifer sind mit vielen Wertsachen abgehauen. Wir müssen mehr Leute als Wache aufstellen. Wir sind nur zu dritt. Okay, sie haben auf jeden Fall mal Wasser geklaut. Den einen Filter, den wir gebastelt haben. Kräuter und ja, Wasser auch sehr wichtig. Ah, das ist wirklich, da ist jetzt Kacke am Dampfen. Jetzt haben wir in dem Sinne keine Lebensmittel mehr da, oder? Tagsüber plündern ist auch nicht. Sie hat schlecht geschlafen, deswegen wenigstens erstmal ins Bett. Jetzt kann sie natürlich im Normalfall, wenn sie Hunger hat, auch nicht wirklich gut schlafen. Eieieiei. Wir brauchen etwas zu essen. Ja, Pavel, da hast du völlig recht. Aber sie legt sich jetzt erstmal hin. Macht sie das denn? Du hast keine Zeit zum Faulenzen. Wieso hast du denn keine Zeit zum Faulenzen? Du bist müde und hast schlecht geschlafen und hungrig. Ja, essen, ich weiß. Wir können tagsüber nicht plündern gehen, oder? Oh, hier geht's auf jeden Fall mal irgendwo hin. Das ist ja interessant. Magenknurren, da ist was gewesen. Hey. Wer bist du? Du wirst jetzt aber hier nicht plündern wollen, oder? Es ist jemand an der Tür. Machen Sie auf, ich habe etwas zum Tauschen mitgebracht. Ist das ein Lügner? Oder hat er tatsächlich was zum Tauschen mitgebracht? Er hätte mich jetzt auch draußen fragen können, denn ich bin gerade an ihm vorbeigelaufen. Ja. Oh Gott, jetzt überlappen sich die zwei Dinger. Was hat er jetzt gesagt? Was kann man jetzt da machen? Okay, wir brauchen auf alle Fälle was zu essen, ne? Unsere Sachen und was wir wollen. Der Franco! Oh ja, der sieht sehr vertrauenswürdig aus. Möchtest du nicht auf einen Kaffee reinkommen, Franco? Du bist so ein sympathischer Kerl. Okay, Medizin. Geil. Obwohl Bandagen, ja, der ist leicht krank, der Kerl. Er ist noch nicht wirklich krank in dem Sinne, sage ich jetzt mal. Kräutermedizin. Was hat er sonst noch so? Rohes Essen. Qualitativ hochwertige Drehtabak. Medis brauchen wir für unseren Koch. Was habe ich ihm denn jetzt gegeben? Was können wir ihm dafür anbieten? Wovon haben wir denn viel? Hier, nimm mal Zucker. Das ist wohl ein Scherz. Das ist nicht genug. Och, Junge. Ich sag, zwei Zucker. Drei Zucker. Vier Zucker. Habe ich dir jetzt meinen ganzen... Gib mir den Zucker wieder. Schwein. An Teddy. Komm. Buch kriegst du bestimmt nicht. Alter. Was willst denn du für die Medis? Das reicht nicht. Ja, du hast ja wohl... hier, Moment. Also, du kriegst davon eins, du kriegst davon vielleicht noch eins. Dann kriegst du einen Zuckerli. Dann kriegst du hier Waffenteile von mir aus einmal. Einmal Schießpulver. Ein Kräutchen. Hier, nochmal Teile. Von mir aus nochmal. Alter! Du bist ein Halsabschneider, weißt du das? Ich denke, sie kann gut feilschen. Mach dem doch mal ein Angebot. Nochmal Waffenteile? Nochmal? Gut, wir können uns einigen. Oje, was habe ich dir jetzt alles gegeben für das bisschen Medis? Und dann wäre es natürlich eventuell noch wichtig, dass... Ja, wir Brennstoff haben. Hohes Essen. Brennstoff natürlich, um was zu essen zuzubereiten und generell Lebensmittel. Das reicht nicht.
ja gar nicht. Schnaps. Na, Schnaps wollen wir nicht. Lass mal das mal hier. Oh, Mädel, ey. Haben wir da noch? Eigentlich alles Sachen, die wir selber irgendwie gratis plündern können. Wenn er uns noch einen Kaffee gibt. Nee, komm, muss auch nicht unbedingt sein. Midis für unseren Koch ist jetzt wichtig. Was zu futtern kriegen wir selber her. So, wir können uns einigen. Was nehme ich dir wieder weg? Wovon habe ich dir viel gegeben? Schießpulver kriegst du erstmal. Die Waffenteile. Ja, dafür kriegst du ein bisschen mehr Zahnräder. Hier. Also. Handeln. Danke, doch ich habe noch mehr. Schauen Sie nur. Verpiss dich, Junge. Du bist ein Halsabschneider, weißt du das? Mein lieber Herr Gesangsverein. So, jetzt sind da Medis. Schläft der andere noch? Der schläft immer noch, okay. Was zu futtern machen? Kann die das? Dauert mit Sicherheit etwas länger. Aber wir haben ja gar nichts da. Wir haben ja null da. Niente. Ich hätte noch was. Ist der noch da? Ich nehme auch was Rohes. Ja. Da ist jetzt nun quasi Grenze. Aber natürlich braucht sie was zu essen. Oh mein Gott, die hat Hunger, ey. Das tut mir natürlich echt leid. Vielleicht kannst du aber jetzt wenigstens mal schlafen gehen. Weil dann würde ich nämlich bei dem Bruno schauen, dass der mal seine Medis nimmt. Du bist nicht müde? Da steht, du hast schlecht geschlafen. Gut, das muss nicht zwingend assoziieren, dass du müde bist. Das ist okay. Da habe ich natürlich ein Missverständnis jetzt ausgelöst. Ja, aktueller Stand ist auch Materialien ganz, ganz schlecht. Verbrauchsgüter. Brennstoff. Buch. Nö. Nö. Ich möchte eigentlich das Buch eher fürs Lesen haben. Hungrig. Erholt sich. Leicht krank, hungrig. Ich würde so gern eine Nacht in einem richtigen Bett schlafen. Ich habe es dir gerade angeboten, Fräulein. Ich habe es dir angeboten. So, der ist auch hungrig. Heiland. Das ist schwierig. Ganz schwierige Entscheidung. Also wir haben jetzt erstmal Medis. Das ist wichtig. Vielleicht begegne ich noch mal dem Schurken, der hier überteuerte Sachen tauscht. Der ist nicht da. Okay, halb so wild. Ich sehe mich einfach noch ein bisschen in unserem Haus um. Wie wäre denn das? Weil alles haben wir hier nur noch nicht durchgeschaut. So, natürlich. Jetzt haben wir was zu essen. Gut. Krass. Das ist ja mal eine Base. Da war, glaube ich, Katja schon drin gewesen. Darum ist da auch nichts mehr. Komm, mach mal den Stapel weg. Das dauert jetzt ein bisschen. Ich weiß. Aber momentan haben wir nun mal noch keine Schaufel. Katja, geh mal helfen, komm. Geh mal nuff. Und hilf dem Kerl mal bei dem Haufen, vielleicht geht das ja. Vielleicht können die da zu zweit dran rumbasteln, dann geht's vielleicht doppelt so schnell. Ja, auf dem Boden zu schlafen ist furchtbar, das glaube ich dir sofort. Du kannst dem Pavel also nicht helfen.
Dann mach doch schon mal den Haufen da weg. Das dauert jetzt sehr, sehr lange. Ich weiß es, ich sehe es. Aber mit Schaufel ist halt nun mal noch nichts. Kann sein, dass wir demnächst eine finden, aber noch ist sie nicht da. Der Pavel ist gleich fertig. Mal sehen, was dieser Haufen birgt. Oh, gar nichts. Na toll. Das ist nur, um an diesen Schrank zu kommen. Oder dann ist der vielleicht. Ist abgeschlossen. Der Schrank ist abgeschlossen. Ja, wir hatten doch einen Dietrich, oder sind das nur Einweg-Dietrichs hier? Oh, Mädels und Jungs hier. Ja, du hörst mal auf. Du gehst mal weg. Pavel macht hier weiter. Nee, nee, wollte ich jetzt gar nicht. Du machst weiter. Die Trümmer versperren den Durchgang. Ja, ist mir schon klar. Jetzt kommt wieder eine Nacht. Ah. Ja, auf jeden Fall sollte. Katja sollte auf jeden Fall schlafen. Die hat schlecht geschlafen. Im Bett schlafen. Jetzt kann man hier sogar wählen zwischen schlafen und im Bett schlafen. Du schläfst natürlich im Bett. Der Koch ist immer noch hungrig und leicht krank, aber nicht mehr müde. Das heißt, gut, er hat auch weniger Platz im Rucksack. Der bleibt schon mal hier. Der macht Wache. Und ja, der Pavel, der geht dann wieder auf Plündertour und zwar im verlassenen Haus erneut. Genau, im verlassenen Haus. Das bereiten wir vor. Ja, ich würde ihm jetzt mal sogar rein theoretisch mal gar nichts mitgeben, weil theoretisch kann ja nicht viel passieren. Plündern wir. Ja, wir haben gesagt, wir fokussieren uns jetzt dieses Mal auf Lebensmittel. Ja, gut, Brennstoff brauchen wir auch, das ist ja ganz klar. Ja, mechanische Teile. Das ist alles Kleinkram, der immer ruckzuck weggeht und. Okay, hier ist blockiert. Ja, das sind immer noch die Holzlatten von gestern Nacht. Es sah nur jetzt gerade danach aus, als wären die weg. Dann bin ich da nochmal hingegangen. Brennmaterial, ja, auf jeden Fall. Wir müssen den Herd am Laufen halten. Aber auch was zu essen. Was zu essen brauchen wir auch unbedingt. Das legen wir hier ab. Und das legen wir auch ab. Da legen wir auch zwei ab. Bringt uns nichts, wenn wir zwar den Herd heizen können, aber nichts drauf kochen können. So, jetzt ist das natürlich ja, Düngemittel, Biomüll, den wir als Düngemittel in unserem Garten zum Anbau von Kräutern oder Gemüse verwenden können. Eignet sich auch als Köder für Kleintierfallen. Ja. Ja, das brauche ich auch, den ganzen Kleinkrusch hier. Der Koch ist natürlich Raucher, da muss ich jetzt auch gerade wieder dran denken. Der braucht natürlich. Lassen wir das hier kommen. Der braucht natürlich seine Zigaretten. Sonst stirbt der ja. Was haben wir hier? Immer noch nichts zu essen auf jeden Fall. Also mir wäre jetzt wirklich langsam wichtig, dass wir hier mal. Ich kann dies herunterreißen. Dann tu es doch. Kann während eines Kampfes nicht plündern. Plündern, Faust. Plündern, Faust. Okay. Auf jeden Fall kann er das ja wohl nicht herunterreißen, offensichtlich, ne? Nein, du sollst gar nicht darunter. Immer diese großen Reden schwingen, diese Fußballer.
Kühlschrank. Okay, Wasser, ganz wichtig. Wasser, ganz wichtig. Und rohes Essen, ja gut, besser roh als gar nichts. Jetzt ist er aber auch schon voll. Komm, machen wir nochmal zwei Holz wieder weg. Damit wir auch wieder Kräuter haben. Jetzt. Ja, Wasser, sehr wichtig. Oh, da wird schon wieder geballert im Hintergrund. Ja, wir nehmen mit, was wir können. Ne? Teddy geht nicht mehr. Ich hoffe, dass die Slots sich irgendwann noch erweitern lassen, der Rucksäcke, dass man einfach auch mehr plündern kann. Wir haben es noch relativ früh in der Nacht, deswegen lassen wir den Pavi hier jetzt auch mal den Schutthaufen wegräumen. Dann mal schauen, was wir da hinten in dem Schrank haben. Damit wir da vielleicht beim nächsten Plündereinsatz gleich mal an der richtigen Stelle suchen können. Dauert jetzt leider einen Moment. Aber das ist jetzt halt so. Na komm schon, Pavel. Du bist doch Sportler. Du musst doch topfit sein. Oh, ich sehe gerade, auf seinem Foto steht oben rechts Bio-Viereck. Das heißt doch Bio, oder? Wahrscheinlich Abkürzung für Biografie. Da kann man dann was über die Leute drin lesen. Das wäre vielleicht auch mal wichtig, um etwas über ihre Stärken und Schwächen zu lernen. Jetzt sind wir hier gleich fertig mit dem Schutthaufen und dann schauen wir in den Schrank. Und wenn da was richtig super Geiles drin ist, dann bin ich sogar bereit, ein bisschen Holz hier zu lassen. Jetzt ist er abgeschlossen. Ihr Schweine. Ihr blockiert ihn mit einem Stapel Schutt und dann ist er auch noch abgeschlossen. Mein Gott. Und da oben ist was Wichtiges. Also zumindest mal wirkt es so. Aber die war doch, glaube ich, auch zu, gell? Dietrich benötigt. Oh, zu futtern gibt es hier jetzt auch nichts. Ja, kann man nichts mitnehmen. Ah, schade. Und hinterm Haus liegt ja auch noch die Waffe, ne? Die also früher oder später auf jeden Fall auch benötigt wird, denke ich. Also, ja, wieder den Fehler gemacht, ihn ohne Dietrich losgeschickt, beziehungsweise das eine Mal, als Katja den gefundenen Dietrich verwendet hat, scheint der wohl schon zu Bruch gegangen zu sein. Okay, hier kann ich jetzt quasi dann zurückkehren und würde dann schon beim nächsten Tag sein. Jetzt sind wir eh knapp bei einer Stunde, deswegen würde ich an dieser Stelle auch kurz unterbrechen und ja, mit dem nächsten Tag geht es dann im nächsten Video weiter. Herzlichen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.